Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Wir müssen auf jeden Fall noch mal eins runter. Wieder ein Up-Down-Stairway hier. So. Dann wieder die drei Felder hier. Und dann wieder von hier nach da erst einmal. Und von hier nach da. Und dann das hier natürlich. So. So, das hier werden unsere Werkshallen werden und du warst falsch. Genau. Genau so. Und so. Jawohl. Da werde ich erst einmal damit beschäftigt sein, hier, hups, hier Stein hinzukarren und hier Stein hinzukarren und das ganze Steinzeug oben aus den anderen Gebieten wegzukriegen. Naja, das Wasser verteilt sich schön, das finde ich gut. Gut, wir haben den, glaube ich, den Knackpunkt überschritten. Und wir haben genug Rockpots wieder gemacht. Das finde ich auch gut. Dann kannst du jetzt wieder brauen gehen. Nur die Tables kommen nicht vorwärts. Was machen meine Masons denn? Der eine schläft. Ich glaube, ich habe noch einen zweiten irgendwo. Nein, hier sind nur Kinder. Ich habe, soweit ich weiß, noch einen zweiten Mason. Stone habe ich zwei. Hat er sich hier irgendwo versteckt bei den Howlern? Die sind jetzt alle zu Plant Gatherern geworden. Ich hätte schwören können, ich hätte einen zweiten Mason. Ach, da ist er ja. Wieso hast du keinen Job? Achso, du konstruierst Rock Tables. Ich habe mich verlesen. Soll passieren. Och, Dwarf, bist du besessen bei einer Unknown Force? Was, ein Kind ist besessen? Okay, Sachen gibt es, Kinder, die besessen sein können. Und er braucht nur einen Stein. Okay, also das nächste, was ich noch machen wollte, Food, ist hier ein Stockpile errichten für... Ah. Ja, genau, wie mache ich das hier jetzt? Ich brauche noch einen Stockpile für Walknuts. Und einen Stockpile, wo andere Seeds hinkommen. Ich glaube, das mache ich einfach mal so. Für Other Seeds und für Rocknuts mache ich den hier oben hin, aber den mache ich klein. So, das war jetzt zu groß. So. Da kommen hier andere Samen hin, hier kommen Rocknuts hin. Hier drüben kommen Quarry Bushes dann noch hin. Quarry Bushes, so. Dann kommen hier daneben zwei Farmers Workshops. Und hier kommt dann noch eine Farm hin. Für die Rocknuts. Und hier kann dann vielleicht für die Dimple Cups, wenn wir sie denn irgendwann mal brauchen, noch eine Farm hin. Ja, das ist guter Plan. Dann Food Stockpile. Block all außer Walknuts. So, und du?
bist auch Block All, außer Seeds. Permit Seeds, aber keine von diesen hier. So. Und du bist Block All, außer Query Bushes. So, dann heißt das, dieser Stockpile hier, der Essen-Stockpile, wo bist denn du? F1, du hier. Du nimmst bitte keine Seeds mehr auf. Und du nimmst keine Query Bushes mehr. So. Gut. Ah, sehr schön. So klappt das doch viel besser. Du siehst aus wie ein ausgewachsener Plump Helmet. Nö, du bist einfach Marty. Du bist ein Plump Helmet. Plump Helmet. Ja, da ist keiner. Warum auch immer. Achso, der ist noch nicht ganz ausgewachsen gewesen. Guckt mal, das Wasserloch fühlt sich um einiges besser als das alte. Oh, ich brauche wieder zu trinken. Brauchst du auch schön? Ja, Braun ist im Auftrag. Ihr wisst schon, dass ihr ruhig Barrels oder so. Ja, du hast dein Amulett created. Lesen wir mal. Also sehr viel wert ist es nicht. Okay, gibt nicht viel zu lesen. Höchste Qualität und es ist umrandet mit Konglomerat-Kabochons. Okay. Na, was erwartet man von einem Kind? Nichts gegen das Kind natürlich. Was ist hier drin? White Strawberry Seeds. Okay. Die haben echt ein Problem mit den Prioritäten, kann das sein? Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich noch gar kein Metall gefunden habe. Aber wenigstens füllt sich der Pond hier langsam. Und zwar besser als der erste. Was kriege ich darum? Wahrscheinlich irgendwelche Fliegen, hä? Ja, ein Schwarm Fliegen. Wie sieht es bei deinen Wunden aus? Immer noch nicht wirklich besser. Ja, ich hoffe, du wurdest gerade gefüttert. Ja, wir müssen wirklich gucken, dass wir einen Arzt einstellen. Nach dem nächsten Cut. Und dass alles dann soweit gemacht wird. Aber jetzt sieht es wieder ganz gut aus in unserem Fuhr. Auch wenn uns hier Fässer fehlen für die ganzen Seeds. Mein General hat wahrscheinlich gerade auch nicht viel zu tun. Also. Machen wir mal 10 Wooden Barrels. Sicher ist sicher. Holz haben wir ja genug. Es liegt keins mehr zufällig draußen rum, nein. Draußen liegen aber dafür jede Menge andere Sachen rum. Gut. Ja. Ah, dafür sieht es hier langsam
besser aus. Hier könnte es noch ein bisschen gewöhnungsbedürftiger sein. Da schlafen zwei direkt auf dem Ding, auf dem Steg. Das ist auch nicht so toll, dass die keinen besseren Platz zum Schlafen gefunden haben. Ich glaube, ich lese mal die genaue Kondition von meinem durch hier. Toughs and Preferences. Weil happy lately. Er hat Essen erhalten, er hat Wasser erhalten. Er war in der Lage zu ruhen und sich zu erholen. Er betet Aban und Dings an. Ja, das ist alles ganz klar. Sein rechtes Bein ist gebrochen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall wirklich eine Quatsch. Da führt jetzt nichts dran vorbei. Also, wir machen erst einmal einen Splint. Einen. Und dann noch eine Krücke, sicher ist sicher. Wurden Quatsch. Und dann brauchen wir nachher noch einen Arzt. Können wir aus dem einen Bett... Na, machen wir nur ein Bedroom draus. Hoffen wir einfach mal, dass ein Arzt in der Lage ist, ihn auch dann so zu verarzten. Ansonsten haben wir ein Problemchen. So, ihr seid immer noch hier unten beschäftigt. Aber ihr habt schon mal die Seite freigeräumt. Also mache ich hier einen Stone Stockpile erstmal hin. Den lösen wir dann irgendwann mal auf. So. Und du kriegst 3 Rebarrows. Den Stone Stockpile sollten wir übrigens auch demnächst mal auflösen. Ach, machen wir das gleich. Dann ist der auch mal weg. Dann gibt es noch den Stone Stockpile hier unten. Aber der kommt dann auch weg, wenn wir hier 2 große Stone Stockpiles reinbauen. Dann kommen hier 2 Masons hin. Hier 2 Craftsworks Workshops und 2 Mechaniker. Wobei den Mechaniker, den könnte ich eigentlich da drüben hinsetzen. Also ja. Erstmal provisorisch setze ich ihn hier hin. Dann kommen hier noch 2 Steinstockpiles hin. Oder ein Mechaniker. Dann haben wir hier genug Platz. Denke ich mal. Na, ihr kriegt es mal wieder nicht ganz auf die Reihe, das Ding zu füllen. So wie es aussieht. Ist aber halb so wild, es sind nur noch, ja, 4 Felder. Ich glaube, dass, wenn wir Glück haben, dann fließt das Wasser langsam in die Richtung, genau. Verteilt sich einigermaßen gleichmäßig. Es ist nämlich nur noch die 3 Felder hier oben. Ja. 2 Felder nur noch. Ja, wenn ich Glück habe, leeren sie immer wieder da oben hin. Ein Feld nur noch.
Ja, gut. Dann warten wir jetzt nicht ab. Es wird mal wieder Zeit für mich, einen Cut zu machen. Es läuft ja jetzt wieder alles einigermaßen gut. Wir haben sogar jetzt wieder Übersicht hier drin. Sehr schön. Caveweed, Dimplecup, Fisherberries sind egal. Pigtail. Wie sieht es mit den Plump Helmets aus? Oh, sieht gut aus. Pigtail. Ah ja, da sind die Sweet Pots und die Rock Nuts. Okay. Ropeweed Seeds können von mir aus verkocht werden. Obwohl, lassen wir sie mal draußen. Vorsichtshalber. Und das hier sind alles Muscles und so weiter. Okay. Prickleberry Seeds. White Strawberry, Red Weed. Ja. Okay. Und noch ein bisschen was zum Verbrauen. Okay, es sieht wieder gut aus bei uns. Auch was die Sicherheit anbelangt, sind wir wieder einen Schritt vorwärts gekommen. Auch wenn wir bald schon das zweite Jahr hinter uns haben. Gut, in dem Sinne, bis gleich.